Zwar nur ein normaler, aber den Zwei-Sterne-Wolf, den prügeln wir dann da auch mit rein. Eigentlich will ich dafür gerne schon mal eine Konstruktion bauen, damit wir es später einfacher haben. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. Ich hole mir mal ein Stack Holz, das sollte reichen. Und wir bauen. Einfach mal so eine Holzkonstruktion darüber, würde ich sagen. Also nehmen wir mal ein 50er Stack Holz mit, das sollte reichen. Ach, einen anderen Krempel kann ich theoretisch einsortieren. Harz. Nee, Harz habe ich doch nicht dabei. Fell. Fleisch. Gefrierdrüsen. Kernholz und Holz. Stein habe ich auch dabei. Zähne. Ups. Nein. So. Das Eisen kommt nach unten. Gold und Trollleder. War denn Trollleder nochmal? Ja, habe ich eine extra Kiste gemacht, weil wir davon so viel haben. Goldfleisch. Gold. Fleisch. Sehr gut. Und dann noch die Eisenbarren nach unten. In unsere Barrenkiste. Hier. Finde ich cool. Auch das Erz, Kohle, Barren. Eigentlich müsste ich den noch ein bisschen drehen. Mache ich mal eben. Oh, ich bin überladen. So, Moment. Möbel der. So, dass diese Spitzen hier, ne, der, da die unten sind, sich irgendwie, dass es symmetrisch ist, möglichst. Aber es auch zur Säule passt. Hä, so geht's. Warum auch immer. So, top. Dann ist das zwar ein bisschen im Stein, aber ganz ehrlich, das stört mich nicht. Sein. Kohle. So, top. Dann baue ich mal die Konstruktion eben zu Ende. Ja, wir sind noch 8 Minuten ausgeruht, das ist eigentlich okay. Ne, hier noch nicht. Hier, ich glaube, wir müssten da auch eine Werkbank haben. Boah, jetzt nervt es mich, dass es dunkel ist. Ist sogar ziemlich dunkel, ne? Und zwar wollte ich hier mal kurz bauen. Wir haben hier natürlich keine Workbench. Bauen dann hier diesen Balken. So. Kann ich den so dran machen? Nee, ne? Da will er nichts anbappen. Aber muss er auch gar nicht. So reicht vollkommen. So. Passt er hier durch? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Deswegen mache ich mal hier noch einen dran. So. Und da mache ich das dran. Zwei und das sollte eigentlich auch schon reichen. So und so. Und das gleiche hier nochmal. So und. So, ne? Dann fällt er hier auf jeden Fall rein und hier hinunter. Deswegen springe ich hier nochmal kurz, hole mir das Holz. Und das Holz. Und mache hier auch nochmal so eine Art Trichter aus den hier. Nun, raste doch nicht so aus, Wolfi. Alles gut. Alles gut. So. Zack. Zack.
Und hier auch nochmal. So. Und hier. Das sollte uns das auf jeden Fall stark vereinfachen. Später alles nochmal reparieren. Ich sage immer reparieren, ne? Eigentlich ist es reparieren. Reparieren. So, dann kann ich hier stehen, box den hier rein und der fällt hier runter. Ohne dass wir dann nachher wieder dieses Problem haben, dass er daneben fällt und so weiter und so fort. Wo ist der Mond? Da. Das heißt, es ist schon nach Mitternacht. Es lohnt sich also nicht mehr loszugehen. Leider, leider, leider. Aber so sei es. So, sehr gut. Diese Konstruktion sollte funktionieren. Hoffentlich. Hoffentlich fällt er dann nicht dahin. Ich sehe es schon kommen. Ich baue deswegen da auch nochmal so eine Ecke ran. Moment. So. Ist das nicht richtig? Nee, der ist es. Ja. Und hier auch nochmal. So. Das reiße ich dann wieder ab, wenn der Zwei-Sterne-Wolf da ist. Bis dahin sollte das erstmal so passen. Und der Wolf kann dann in Ruhe weiter vor sich hin fressen. Ich gehe mal pennen, oder? Weil diese Dunkelheit nervt mich ein bisschen. Und jetzt, wenn wir pennen gehen, kriegen wir richtig, richtig. Hier, es ist Nacht. Und wir sind immer noch gut ausgeruht. So will ich das haben. Genau so soll das sein. Gut. Und hier rein. Können Sie noch mal eine Beefy reinpfeffern. Und weiter geht's. So. Und wenn wir jetzt pennen gehen, sollten wir direkt den Sonnenaufgang sehen. Schlaf ist ein Fluss und Träume sind lebende Fische. Am Morgen erwachst du auf und dein Netz ist leer. Hä? Wenn Träume die lebenden Fische sind, dann haben wir ja nicht geträumt, wenn das Netz leer ist. Aber wenn wir nicht geträumt haben, was ist das dann für eine Metapher? Wisst ihr, was ich meine? Das macht ja gar keinen Sinn. Ah, die Dinger sind doch da. Die können nur nicht geladen werden. Hä? Von unten sieht das so aus, als ob die nicht da waren, ne? Strange. Ja, wunderschöner Sonnenaufgang, nicht wahr? Ah, diese Sonne. Wunderschön. Scheiß. Okay. Nächster Raum, ne? Steht an, würde ich sagen. Und da würde ich eigentlich ganz gerne den hier mal uns vornehmen. Würde ich mir uns vornehmen. Ist das richtig? Ich glaube nicht. Buddeln und Wölfe. Ja, dann machen wir den Portalraum. Da muss ich mir eigentlich vorher ein paar Notizen machen, ne? Wie wir das am sinnvollsten aufbauen. Was es für interessante Orte gibt. Dafür mache ich mir mal ein paar Schilder. Ich hole mir mal einen Batzen Kohle von unten. Und wir machen uns mal einen Plan, was wir alles für Portale. Ah, nee, doch nicht. Kohle. Was wir alles für. Spots brauchen. Ganz ehrlich, der hier ist mir ein bisschen zu nah an der Treppe. Deswegen reiße ich das nochmal ab. Und Herstellung der kommt so. Hauptsache, wir kommen da noch durch. Ich mache das mal symmetrisch zu dem anderen, ne? So, die Treppe beginnt da, dann ungefähr so, ne? Die Treppenecke. Also diese hier meine ich. Dieses hier ist es ungefähr so wie das hier. Ja, das passt. Und man kommt hier noch durch. Und man kommt hier auch noch um die Ecke. Hier kann man dann Kohle reinschmeißen. Sehr gut. Wobei das hier auch ein bisschen nervt jetzt. Bin ich irgendwie noch mit unzufrieden mit diesen beiden. Aber gut. So sei es. Die hier können so bleiben. Die finde ich super. Mag ich auch, dass die so gerade sind, hier mit bündig sind. Hier dann alles ist, was man zum Reintun braucht und hier kommt es raus. Das ist bei denen halt schwieriger, ne? Weil man muss auf die eine Seite
und auf die andere was tun. Aber na gut, so sei es. Portalraum. Wir holen uns etwas Holz. So. Brauche ja nur zwei Holz für ein Schild, ne? Ja, ja. Also, machen wir uns mal einen Plan. Was brauchen wir? Zuerst einmal brauchen wir alle Bosse. Also, Ike Tür. Boss 2 ist der Uralte. Uralte. Und das setze ich in Klammern, weil der Uralte ist unsere Base. dann Knochenwanst. Drachenmutter. Ja, oder ich warte mal. Ich kürze das mal ab. Die 5 in Klammern 4 Ausrufezeichen Bosse. Das brauchen wir. Wir brauchen einmal jedes Biom. Also Gras. Dunkler. Nee, dunkler Wald brauchen wir nicht, da sind wir drin. Gebirge. Ich schreibe mal Gras, Berg. Ebene. Hier dieses, wie heißt denn dieses, dieses Nacht? Dieses Nebel, Nebel. Nebelland. Und Ozean. Also 1, 2, 3, 4, 5. Fehlt noch was. Grasland. Berg. Grasbergebene. Nebel, Ozean. Das war's, ne? Moment, Moment. Ich habe hier doch gerade das Wiki auf. Da schaue ich mal fix bei Biom. Wiese. Swamp. Natürlich. Dumpf. Ebene, Berg, Ozean. In Development, Mistlands. Deep North und Ashlands. Das mache ich nämlich auch noch. Ebenfalls als Sonderspot. Nord. Und Südpol. Also beziehungsweise Arktis und Aschenland. Außerdem noch weitere Spezialportale sind Haupteingang, also unser Eingang zu dieser Base hier. Das Portal ist direkt unter uns, ne? Wir erinnern uns. Das steht da ja schon seit Ewigkeiten. Altar. Händler. Felder. Eingang, Altar, Händler, Felder. Ich lasse mich noch mal kurz inspirieren, was ist hier noch. Aber ich glaube, das sollte alles gewesen sein. Effects, Guides, Biomes, Creatures, Bosses, Items. Ich glaube, das war's. Eingang, Altar, Händler, Felder. Reise. Ne? Das ist dann sozusagen immer unser Zwischenportal, unser optionales. Das macht insgesamt 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18 Portale. 18 Portale werden es insgesamt. Aber die würde ich so gruppieren, ne? Die Bosse zusammen, die Biome zusammen, weil das hier sind zum Beispiel 6 plus die 2 würde 7 ergeben und das würde 10 ergeben.
Oder 9 und das Reiseportal mache ich gesondert. Fehlt mir noch was? Fehlt mir noch was? Fehlt mir noch was? I believe not. Ich glaube nicht. Außerdem überlege ich mir, was für einen Stil wir hier reinmachen. Schade, dass es. Es gibt zwar blaue Fackeln, aber es gibt leider keine roten, oder? Blau, grün. Ja, da die normalen Standfackeln. Standeisenfackel. Standeisenfackel. Und Wandleuchter. Aber ich hätte gerne rot. Also das ist so, das ist ja so gelb-orange natürlich, wie halt echtes Feuer ist. Aber nicht so ein. Obwohl, das passt eigentlich auch, ne? Weil die sind auch so gelb-orange. Ich würde aber tatsächlich gerne die Portale möglichst dunkel halten, ehrlich gesagt. Ach, die Surtlingsfarm, stimmt. Surtlingsfarm, unsere Farmen. Und nicht nur die, sondern auch Surtling. Und unsere Farmen, die später dazu kommen, die baue ich auch schon mal. Die gehören eigentlich zu Felder. Halt. Alles, was mit Farming zu tun hat. Machen wir mal so. Und hier machen wir Felder. Surtling. Schweine. Wölfe. Nee, das nenne ich Futter. Was genau ich damit meine, werde ich dann später zeigen. Wir werden uns ein Portal bauen bei den Spawnern. Ich werde einen Wolf und einen Schweinespawner machen in Staffel 2. Und da können wir dann jederzeit mit einem Portal uns hinbegeben, weil das nämlich oben in der Luft schweben wird und uns unendlich Wölfe und Schweine produziert. Und zwar natürlich 2 Sterne. Und da muss ich natürlich regelmäßig Futter nachlegen. Die werde ich dann aber, glaube ich, zusammenlegen. Also nebeneinander werde ich diese Spawner bauen, damit ich halt in ein Portal reingehe und beide füttern kann. Felder, Surtling, Futter. Fehlt noch was? Fehlt noch was? Ich mach mal kurz okay. Schau nochmal hier nach. Hier ist Surtling. Felder haben wir schon. Eingang haben wir schon eingeplant. Altar ebenfalls. Gras, Gebirge und Reise. Boah, das wären ja ganz schön viele. Ich zähle nochmal. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus 4, weil wir haben das eine schon. Also 12. 1, 2, 3, 4, 16. Und nochmal 3. Ja, das ist natürlich dann auch schön 19, also eine Primzahl. Oh, das sieht wohl. Ich bin sofort wieder da. Ich muss kurz Pause machen, weil ich muss kurz auf Toilette. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich schreibe mir mal kurz sämtliche Portal. Wie nennt man die Dinger? Hier diese Kennungswörter auf. Damit ich nicht vergesse, wie sie hießen. Eingang. Natürlich. Grasland. Und das nächste war Gebirge, das weiß ich schon. Das hier Gebirge und das war Reise. So. Dann reiße ich den nämlich mal eben alle ab. Huch. Ah ja, natürlich speichert er genau jetzt. So. Alles abreißen. Es wird längst überfällig. Ich würde die nämlich auch ganz gerne mal alle beschriften und so.
Ah, ich kann nicht mehr so viel tragen, ne? Gib mal her den Stuff. Und das hier auch. Und dieses Holz hier, das schmeiße ich mal in die Mitte, weil dort werden wir erst einmal noch nichts bauen. Und hier mache ich jetzt erstmal zur Planung uns ein paar Zeichen. Also, Schilder meine ich.